So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color. Und ja, mir ist da ein kleines Thema eingefallen, dazu kommen wir gleich. Ja, Mädchen. Im Wasserclub werden keine Feuer-Pokémon eingesetzt. Ich habe hier das seltene Arcani, aber das Lapras ist mir viel zu, ist mir viel lieber. Hast du ein Lapras, das du gegen mein Arcani tauschen kannst? Nee, will ich nicht. Ich hab beide. Ich hab sie mir hart erkämpft. Oh, du möchtest nicht mit mir tauschen. Das ist wirklich sehr schade. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm wieder vorbei. Wir tauschen was ganz anderes aus, wenn du willst. Lisa, die Meisterin dieses Clubs, schläft in letzter Zeit sehr oft. Sie langweilt sich, da keiner da ist, der gegen sie antritt. Sie langweilt sich, okay. Das ist eine feuchte Arena-Leiterin, Leute. Sarah und Julia, Mitglieder des Wasserclubs, sind Zwillinge. Kein Wunder, dass sie sich so ähnlich sehen. Na, ja, das ist sehr schön, dass du uns das gesagt hast. Ich weiß nicht warum, aber diese Arena habe ich am meisten gefeiert. Also sie hat irgendwas. Nicht so langweilig, ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Feuerclub irgendwie nur diese Feuersäulen, was weiß ich. Da hätten sie sich doch irgendwie mehr einfallen lassen können, oder? Also, so groß ist der Spielumfang jetzt auch wieder nicht, wenn man so darüber nachdenkt. Aber okay. Komm, Moment. Hatten wir unser Deck geändert? Ja, ne? Hatten wir, ne? Ich muss erstmal gucken. Ja, ja, genau. Okay, wir haben es geändert. Nein, ich will nicht speichern. So. Okay, dann wollen wir mal. Tut es nicht gut, am Pool zu entspannen? Ist es nicht toll, an einem Ort wie diesen zu spielen? Möchtest du gegen Julia antreten? Ja. Okay, wir spielen um 3 Preise. Und zwar in einem One-Match-Duell. Okay. Wasserclub-Mitglied Julia, einsame Freunde-Deck. Okay. Gut. Ich weiß zwar nicht, warum man ein Wasserdeck so nennen muss, aber okay. Ich hätte irgendwas mit feuchter Traum oder so. Ja, ihr kennt mich. So. Gut, dann wollen wir mal gucken. Warum habe ich eigentlich Wasserenergiekarten? Habe ich die nicht rausgenommen? Verdammt. Hatte ich das nicht gespeichert, das Deck? Doch, aber warum habe ich Wasserenergiekarten? Was habe ich denn hier gemacht? Oder hatte ich die extra noch drin gelassen? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, Magnetilo soll man den als erstes benutzen. Ich guck jetzt mal. Ja, der könnte schon mal ein bisschen Schaden anrichten. Ansonsten, ja, der Rest. Porenta würde ich jetzt eher nicht. Ja, komm, Magnetilo. Dann setz mal dich ein. Das Blöde ist nur, ich habe keine Elektroenergiekarte. Ja, welch dramatisierter Zustand jetzt gerade. Ja, ich weiß, es hat voll nicht gepasst, aber okay. Und, oh, wir haben wenigstens Kopf geworfen. Oh, ja, wir kriegen natürlich die besten Energiekarten überhaupt. Oh, nee, warum muss das denn so sein? Ja, komm, Porenta, dann werde ich dich ein bisschen aufpowern. Kangama ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, komm, du kriegst ein Wasser. Ja, wobei, du kriegst erstmal die Pflanzen. Wer weiß, wer weiß. Jetzt habe ich Kangama das gegeben. Das war eigentlich nicht der Plan, aber okay. Ja, was ich ansprechen wollte auf dem N64, das kam ja bei uns hier nicht in der EU raus. Ja. Das Spiel. Oh, Pipi-Puppe. Schlafen, gelähmt oder vergiftet sein, falls Pipi-Puppe kampfunfähig gemacht. Ach so. Stimmt, die Pipi-Puppe, die quasi, die fängt das auf. Ja, auf jeden Fall, das kam auf dem N64 bei uns hier nicht raus. Heißt Hey Pikachu. Und das ist richtig lustig, weil da hatte man ein Mikrofon. Da war Pikachu, so ähnlich wie bei Pokémon Channel. Und da konntest du reinrufen und Pikachu hat darauf reagiert. Total witzig, müsst ihr mal einfach im Internet gucken. Das ist eines der Spiele, wo ich sagen würde, schade, dass es nicht bei uns rauskam. Aber ich denke mir mal, das war zu Japano-mäßig, beziehungsweise die Leute hier wären bestimmt bekloppt geworden. Aber okay, wir sind ja sowieso bekloppt genug und wir haben Pikachu. Sag mal, Porenta? Ja, komm. Ja, auf jeden Fall, dieses Spiel fand ich sehr interessant. Man konnte Pikachu auch sehr ärgern, so wie bei Pokémon Channel. Pokémon Channel fand ich ganz lustig mit Anton, hier mit seinen Nachrichten oder was das da war. Oder war das mit der Quizshow? Wer war denn nochmal in der Quizshow? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe das Spiel selber nicht, das hatte ein Freund. Und der verkauft das jetzt gerade.
Der verkauft allgemein ein paar GameCube-Spiele. Ja doch, GameCube-Spiele. Und wenn da was für euch dabei ist, ich weiß gar nicht mehr, was er alles noch verkauft, könnt ihr mir mal in die Kommis schreiben. Dann kann ich euch den Link von eBay da mal geben. Ich weiß gar nicht mehr, ob der sie ganz günstig verkauft hat oder nicht. Werdet ihr sehen. Also war auf jeden Fall Pokémon Channel dabei, ne? Also, da waren noch ein paar andere Spiele, aber welche weiß ich jetzt allerdings nicht mehr. So. Ja, wie es aussieht. Ich denke mir mal, Kangama muss noch ein bisschen, ne? Die Pluspower. Pummeluff stampft uns gerade in den Boden. Das finde ich gar nicht so toll. Aber wie gesagt, solche speziellen Spiele so von Pokémon finde ich ganz lustig. Ja, was habe ich denn noch so toll gefunden? Ja, die Elektroenergie, die können wir uns jetzt sonst wohin schieben. Pikachu bekommt sie jetzt einfach mal und ja, abwarten und Tee trinken. Nee, aber es gab ja hier diese Mystery Dungeon. Ich weiß gar nicht, hatte ich mit euch schon darüber gesprochen gehabt? Ich weiß es nicht ganz genau. Korrigiert mich, sollte ich es doch getan haben, dann tut es mir echt leid, aber wie gesagt, die anderen letzten vier Parts, die ich aufgenommen habe, sind eine Woche her und ich nehme ja noch andere Sachen auf. Und ich denke nicht die ganze Zeit darüber nach, boah, was hast du jetzt nochmal im Part gesagt oder wie? Pokémon Mystery Dungeon, die erste Version, beziehungsweise das, was auf dem DS, der erste Teil, also dieses rote Rettungsteam, blaue Rettungsteam da, das fand ich nicht so toll, war nicht so meine Welt. Aber ich muss sagen, dass mir ganz gut, oh, Kometenhieb können wir noch nicht, aber adoptieren. Nee, apportieren. Oh, ja. Ich sollte auch lesen, was da steht. Der zweite Teil war richtig, richtig gut. Mit den Reptane, glaube ich, wird ausgesprochen. Hier die Entwicklung von Gek Arbor. Das war eine richtig coole Story. Ich saß da wirklich lang dran. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber die neuen Teile irgendwie, die konnten mich nicht packen. Ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel, da gab es ja so eine Aktion auf diesen Nintendo Club Seite. Damals zumindest. Jetzt ist da irgendwas Neues. Frag mich nicht, ich habe da noch nicht nachgeguckt. Da hat es ja diese Sternpunkte und das Lustige war ja einfach so der Gedanke. Ja, wenn man gewisse Spiele registriert hatte, die man dann quasi auf den 3DS oder so hatte, konnte man sich ein Spiel kostenlos downloaden von 3DS im Store, im Nintendo eShop. Und da hatte ich mir dann halt dieses Pokémon, wie hieß das, Generations oder so? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, dieses 3D, die erste 3D-Auflage, glaube ich. Oh, komm, ey. Nur 20, aber das ist eine richtig gute Attacke von Kangama. Ja, klar. Genau. Wenn wir Glück haben, werden wir jetzt noch Knuddeluff in den Boden stampfen. Sollen wir Pluspower benutzen für den Notfall? Komm, machen wir einfach mal. Ich habe nämlich Angst vor Knuddeluff. Nidoran können wir eigentlich einsetzen. Wir haben noch eine Wasser. Poventa, ja, komm. Ach, komm, bitte, komm schon, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ist. Oh. Ja. War klar, war klar. Aber du bist tot, oder? Ja, nein, bist du nicht. Also knapp. Ah, ist okay. Ist okay. Ach ja, stimmt, es geht ja nur um drei Preise. Nein, Poventa. Aber Poventa könnte jetzt angreifen. Und Dingens ist dann schon mal tot. Ja, ich will nichts riskieren. Deswegen mache ich lieber so diesen Angriff, dass er quasi angreifen kann, ne? Ja, unser erster. Oh, Windhauch. Das könnte uns den Arsch retten. Also, wenn wir Glück haben. Oh nein, was setzt sie ein, diese Julia? Naja. Julia, geflügelter Drache des Ra. Nein, das ist ein Insider, Leute. Den versteht nur eine Person. Alter, was macht er uns? Nee. Computersuche können wir jetzt eigentlich knicken, weil wir brauchen noch eine Karte auf der Hand und die haben wir nicht. Komm schon. Wir könnten gewinnen, aber ich will nicht zu viel versprechen. Außerdem hatte ich da so eine gewisse Idee. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn ich Pokémon die rote oder blaue oder die gelbe Edition, je nachdem, worauf ihr Bock habt, am besten wäre für mich die rote oder die blaue, dass ich die Let's Playe. Ja, aber ich werde den Dodo oder Dodri Gameboy benutzen. Vom Pokémon Stadium. Wird ein bisschen kompliziert, aber ich will das auch mit der Cam vielleicht machen, wo ich dann halt zu sehen bin, je nachdem, wenn ihr Bock habt.
wann das Ganze kommt, keine Ahnung, aber ich wollte es so gestalten, dass ich von Grund auf die ganzen Pokémon, die ich da trainiere und so weiter, dass ich sie übertrage auf Pokémon Stadium später, wenn wir das geschafft haben. Und dass ich dann quasi diese Pokémon dort benutze. Natürlich werde ich dann später cheaten, damit ich dann genau überall Level 50 und Level 100 und so weiter habe. Damit das Ganze auch ein bisschen, ne? Aber dann hat man auch wenigstens die Attacken, die man benutzen will und die Pokémon, die man selber aufgezogen hat, die man noch dann von damals kannte. In dem anderen Let's Play und so. Wäre das nicht eine coole Idee, Leute? Hättet ihr da nicht Bock drauf? Das wäre doch mal was anderes. Ich habe sowas, glaube ich, noch nirgendwo wirklich gesehen. Und das wäre schon so eine Idee, die wir da durchziehen könnten. Hättet ihr da Bock drauf? Schreibt mir das mal in die Kommis, das würde mich echt interessieren. Weil das würde ich dann auch mit Gold und Silber so machen. Also jetzt nicht beide Editionen, ne, nur sondern eine davon. Und dann würde ich Pokémon Stadium 2 auch noch Let's Playen. Wäre eine ganz geile Sache, oder? Und das auch noch mit der Facecam? Ich weiß nicht. Hättet ihr da Bock drauf? Wenn ich schon Pokémon Trading Card Game jetzt auch mit Facecam gemacht habe. Ah, komm schon. Hey Junge, ist das dein Ernst? Der hat mich getötet, oder? Er hat doch noch gewonnen. Alter. Ja, er. Sie hat doch noch gewonnen. Amoroso ist für mich männlich gewesen. An einen so schönen Ort zu gewinnen, macht alles nur noch angenehmer. Ja, findest du. Komm. Schöne Revanche. Wir hatten Scheißkarten auf der Hand. Ich konnte nicht mal deine Schwachstelle ausnutzen und trotzdem haben wir dich fast fertig gemacht. Ja, Julia, du hast Scheißkarten auf der Hand. Was wirst du jetzt haben? Ey, ist das dein Ernst? Sie will uns verwirren. Sie will das Ganze... sie will uns nervös machen. Ey, alle guten Dinge sind drei. Jetzt muss es doch jetzt funktionieren, oder? Ah, okay. Wir haben Pikachu und wir haben eine Elektroenergie. Leute, was Besseres können wir jetzt gar erstmal nicht haben. Ja, wir haben sogar noch Tausch für den Notfall. Okay, sie hat drei Pokémon, wie es aussieht. So oder so müssen wir dann drei besiegen. Schade eigentlich. Aber okay. Das können wir wenigstens nagen. Hätten wir das andere Pikachu, würde ich, ja, würde ich ausrasten. Oh ja, jetzt... Moment mal, warum machen wir da nur 10 Schaden? Ach ja, der hat Pflanzenschwäche. Ja, Quapsel hatte Pflanzenschwäche. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Pflanzen-Pokémon ein paar hatte. Oh, wir haben Magneton. Bringt uns jetzt aber gerade nicht viel. Wir haben noch eine Elektro, aber die bringt nicht viel. Wir könnten Donnerschock. Ja, das reicht. Oh ja, Pikachu, los. Tausch und Pflanzenenergie. Oh nein. Haben wir uns jetzt selber Schaden gemacht? Ich glaube nicht, erst wenn wir zahlen, ne? Ja, korrekt. Oh, wir haben eine Wasserenergiekarte. Doppelte Farblos. Oh, Pummeluff geht... Nein, nicht Wiegenlied. Hatten wir eigentlich... Nee, hatten wir nicht, oder? Hat das jetzt eigentlich funktioniert? Oder habe ich das ganz schnell weggedrückt? Wir haben Electek, Leute. Und wir haben noch eine Elektroenergiekarte. Wir könnten Tausch machen. Magneton, Electek. Jetzt bin ich gerade überfragt. Electek auf jeden Fall. Die Tauschfunktion sollte man nicht nagen. Komm, bitte. Ja, perfekt. Man muss auch mal ein bisschen Glück haben, oder? Von mir aus scheißegal, sei gelähmt oder was weiß ich, aber Hauptsache selber keinen Schaden machen, also sich selbst. Okay. Warum haben wir wirklich so viel Wasserpflanzen, also Wasserenergiekarten? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ich habe echt gar keinen Schimmer. Naja. Komm schon, scheiß drauf. So oder so wäre Pummeluff tot gewesen. Wir hätten sogar noch überlebt. Ja, Leute, es sieht sehr gut aus. Pikachu, du machst alle fertig. Ja, Sichlor. Der kann erstmal nur Schwertanz, das weiß ich noch. Er braucht, glaube ich, 4 Energiekarten oder 3. Wir haben nochmal einen Pikachu bekommen. Jetzt ist die Frage. Moment. Das will ich mal überprüfen. Spielbereich. Electek. Boah, der könnte Donnerschlag. Ja. Ich glaube, ich mache Tausch. Ja. So. Korrekt. Das würde heißen, eine Energiekarte, eine Pflanzen, könnte ich Nidoran geben. Und wir machen Donnerschlag. Komm schon. Oh, das war klar.
Das ist eigentlich jetzt kein großer Unterschied mit Pikachu, aber Pikachu hat so wenig KP und bevor Sichler uns jetzt direkt fertig macht, weil... Was? Ach, wegen Schwerttanz. Hab ich ganz vergessen. Okay, Pikachu. Los, hau rein. Hat er ja schon Pokémon von uns getötet? Ich glaube nicht, oder? Oh, das wird ein knappes Match, das sage ich euch jetzt schon. Soll man Pikachu oder Magnetilo? Magnetilo ist zu riskant, Pikachu auch. Ja, scheiß drauf, machen wir einfach mal. Ja, ich überlebe wenigstens noch. Er leider auch. Oh, es wird ein knappes Match. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendwas Blödes kommt, sonst raste ich aus. Komm schon. Ah, das ist spannend gerade. Oder war das noch ein Preis? Nee, oh Gott sei Dank. Mach mir hier keinen Kummer. Boah, hätte ich jetzt Magnetilo genommen, Leute. Ich wäre ausgerastet. So. Familienruf, ja, Kratzfurie reicht. Ja, okay. Ja, immerhin. Oh, ich hatte echt gerade Angst. Ich dachte, boah, da war doch noch irgendwas mit dem Münzwurf. Ja, Leute, Halleluja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ups, ich habe verloren. Nun habe ich ein Problem. Ja, hast du. Okay, was haben wir denn? Oh, Nidoqueen, aber hatten wir schon, ne? Pokémon Center, Farblos, ja, oh, korrekt. Blitzer, ja. Mauzi, dann haben wir Traumato, ja. Naja, es geht. Das geht auf jeden Fall, klar. Oh, Gewitter, Leute, 40. Oh, Zapdos. Den müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, ins Deck tun. Ich brauche mal ein paar Sachen. Oh, wir haben mal Energieabsauger. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir den bekommen haben. Eine Niederlage stört die Atmosphäre dieses Ortes. Ja, findest du. So, Leute. Sackt irgendwie, dass ich... Hä? Habe ich wirklich die Wasserenergie? Krasser Scheiß. Kein Wunder, dass ich... Und ich frage mich die ganze Zeit, wann bekomme ich so einen Bullshit? Ja. Elektroenergiekarten haben wir nicht so viel. Das ist dann ein bisschen auf Glück basierend, ne? Wir haben nämlich nur 5. Und man braucht 4 für Zapdos. Können wir nicht mal ein paar Elektroenergiekarten bekommen oder so? Jetzt will ich Zapdos aber nicht in unser Deck mischen. Aber wir können einmal Energiesuche noch. Sauger. Ja. Pokémon Center wäre auch gar nicht so verkehrt. Computersuche, ja. Beleber, Wiederverwertung. Das ist okay. Wir können aber eine doppelte Farblos-Energiekarte noch reinmachen. Das habe ich mir gemerkt. Also, okay, wo bleiben wir denn noch? Was können wir denn noch nehmen? Ja, komm. Ja. Ich würde sagen, noch eine Pflanzen. Und dafür kommt noch ein Pflanzen-Pokémon oder so. Vielleicht ein Bisasam und... Nee. Only und so will ich nicht unbedingt. Aber wir können hier Nidoran weiblich, könnten wir noch eins machen. Und Nidorina haben wir ja sowieso eins. Ja. Ja. Ansonsten. Ein Sichlor noch. Sollen wir noch einen Sichlor nehmen? Ich habe Angst, dass ich so einen Sichlor. Ja. Komm. Nehmen wir jetzt einfach. Speicher natürlich. Ich will mich nicht allzu lange dran aufhalten. Es tut so gut, im Pool zu schwimmen. Möchtest du auch eine Runde schwimmen? Oder möchtest du lieber spielen? Ich möchte beides. Ich möchte in dir schwimmen. Okay, gut. Es gibt 2 Preise. Ein Duell bestehend aus einem Match. Okay, lass uns anfangen. Ah, Sarah. Oh, Küsten-Pokémon-Deck. Oh, 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 die gute Sarah. Was hat sie denn so zu bieten? Okay. Wir haben schon mal Magnetilo. Aber wir haben keine... Wir haben keine Energiekarten. Das regt mich jetzt schon auf. Ich weiß jetzt nicht, was ich spielen soll. Nidoran war eigentlich ganz okay, ne? Mit dem Münzwurf. Aber wir haben ja so wenig Glück. Ich würde sagen, Bisasam setzen wir als erstes ein. Nein, nicht Windhauch. Magnetilo. Ja, Nidoran. Ist okay. Mal gucken, wer anfängt. Oh, nur 2 Preise sogar. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also es könnte ein schnelles Match, aber auch... Ja, korrekt. Hatte Shiggy jetzt Pflanzenschwäche? Oh, Gott sei Dank. Aber du machst mir schon direkt Schaden. Das finde ich nicht so schön. Ja, toll. Genau das, was wir jetzt nicht brauchen können.
Okay, Magnetilo. Da hast du wenigstens deine Karte. Das können wir gleich benutzen. Tausch. Sollen wir Tausch machen? Dann können wir tauschen und... Machen wir einfach mal Tausch. Scheiß drauf. Damit wir wenigstens was bewirken können. Ja, die Dot... Da konnten wir, glaube ich, eine Münze werfen. Ja. Och, das... Zu früh gefreut. War ja klar, dass es nicht hinhaut. Na, egal. Shigi... Oh, jetzt hatte Shigi... Ja, Dratini, willst du hier noch Dragonier und Dragoran spielen oder was? Naja, du machst wenigstens nur 10 Schaden. Computersuche, wartet mal. Nix da. Shigi, komm her. Du wirst jetzt eliminiert. Ja, okay, so viel Schaden haben wir nicht. Den Rest behalte ich erstmal. Donnerwelle. Und bist du für immer gelähmt? Ah, so oder so bist du gelähmt. Hasta la vista, Shigi. Das hat sich ausgeblubbert. So, letztes Pokémon. Müssen wir noch schlagen. Dratini. Wenn wir gleich Glück haben, machen wir erstmal eine Paralyse. Wir könnten... Ja, Leute. Wir haben das Match, glaube ich, gewonnen. Ja, ich wollte gerade schon... Ich könnte jetzt Trank mit uns, aber es ist sinnlos. Machen wir mal Finale und hasta la vista, Baby. Ciao. Das war mal ein strategisch cooler Move. Ja, ich weiß. Scheiß drauf. Aber dein letzter Preis ist futsch und wir haben gewonnen. Das ging aber ruckzuck. Sarah, du hast es nicht drauf. Oh, ich glaube, ich habe verloren. Ich hätte doch nicht so viel schwimmen sollen. Ja. Okay. Wow, wir haben Garados gezogen. Radikal. Wir kriegen immer kein Ratzfratz, ne? Sonst habe ich das immer en masse. Ja. Also Garados ist auf jeden Fall gut da drin gewesen. Sichlor. Ja, wir kriegen echt keinen Ratzfratz. Ich glaube, ich muss mehr üben, um mein Spiel zu verbessern. Wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwelche E-Mails bekommen haben. Nee, okay. Bestimmt erst, wenn wir da alle Trainer besiegt haben. Jetzt frage ich mich, soll ich noch ein Match machen oder nicht? Ja doch, komm, eins können wir noch machen. Oder Moment mal, muss ich den erst besiegen? Das Mädchen, das dort hinten schläft, ist Lisa, die Clubmeisterin. Wenn du gegen Lisa antreten möchtest, musst du zuerst Sarah und Julia besiegen. Dann werde ich dein Talent prüfen. Solltest du gewinnen, werde ich dich Lisa, der Clubmeisterin, vorstellen. Was? Du hast Sarah und Julia besiegt? Die waren eigentlich relativ einfach. Du musst wirklich sehr gut sein, wenn du Sarah und Julia besiegt hast. Nun werde ich dein Talent auf die Probe stellen. Gewinnst du, stelle ich dich Lisa vor. Oh ja. Oh, der gute Felix. Okay, das wird ein One-Match-Duell mit 4 Preisen. Ja. Ja, der macht einen auf Kante und dann, ja. Wellenrauschendeck. Könnt ihr es auch hören? Oh ja. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wir haben direkt ein Electric. Das haben wir direkt drauf. Sollen wir das auch spielen? Electric, sag ich immer, ne? Das heißt Electric. Ich weiß nicht, das habe ich schon von Anfang an so. Sollen wir Electric jetzt einfach mal... Ich will den jetzt am liebsten angucken, aber... Ja. Machen wir Magnetilo. Und gucken und machen das Beste draus. So. Für Notfall haben wir ja noch die Tauschkarte. Das können wir dann deichseln, hoffe ich mal. Oh nein, mein Gegner, der Felix ist am Zug. Bei dem Namen Felix muss ich entweder an diese Katze denken. Kennt ihr die noch? Da aus dieser Werbung da. Und dieser Hase da, der immer diesen Koffer da hat, der Reisehase. Kennt ihr bestimmt auch noch, ne? Die aus der Generation 90er Jahre stammen, dann wissen Bescheid. Ja klar, du machst direkt 20 Schaden, ist okay. Ein Tentacher. Ja toll, ich kann nicht mal angreifen. Wie asozial ist das denn? Das wird so nicht hinhauen, Leute. Ah, ein anderes Magnetilo zu benutzen ist jetzt auch Bullshit. Moment mal, wenn wir jetzt gleich noch eine... Ja, das könnte hinhauen. Drück mir die Daumen, Leute. Drück mir die Daumen. Er benutzt jetzt Bill. Oh mein Gott. Und was hat er? Ah. Na gut. Oh. Einmal Pluspower. Bitteschön. Und, Leute, ich guck extra weg. Werden wir etwas Gutes bekommen oder nicht? Pikachu. Aber ich habe... Computersuche, Leute.
Und wir haben noch eine normale Energiekarte, aber wir benutzen jetzt die Computersuche. Magneton, dann könnten wir eigentlich das Magnetilo entwickeln. Kagama, scheiß auf dieser Knosp, ganz ehrlich. Pikachu, scheiß drauf. Zu viele Energiekarten, davon haben wir nicht. Dann müssen wir auch ein bisschen variieren, wie wir das am besten angehen. Und die Elektroenergiekarte und mein Electek ist ready. Magneton, so. Electek. Und komm schon. Verdammt. So ein Mist aber auch. 70 aufgrund. Ja, und er hat nur 10. Holy shit. Oh, wir haben Bill, Leute. Korrekt. Das können wir gut gebrauchen. Ja, geh mal weg mit deinem Kingler hier. Was hat er jetzt vor? Er lässt uns im Ungewissen. Und kriegen wir eine Elektrokarte. Aber ein Energieabsorber. Ja, den können wir gut gebrauchen. Moment mal, der hat 60, ne? Mach ich mal auf den. So. Die Pflanzenergiekarte, können wir die gebrauchen? Den könnte man die geben. Kangama. Donnerschock. Ja, ist, nee, dann muss das schon das hier sein. Ja, korrekt. Yeah, Leute. Hasta la vista, Baby. Oho, 80 sogar. Oh, der hat gesessen. So, und der Trank. Holy shit, Europe. Hab ich dem nicht eben? Ach so, ja, stimmt. Ja, der hat wieder eine eingesetzt. Wir haben jetzt noch eine Elektrokarte. Ich würde sagen, die geben wir mal Magneton. Ja, Trank. Oh ja, Electek. Du musst auf jeden Fall überleben. Ohne dich können wir nicht gewinnen. Also, wir können schon ohne dich gewinnen, aber du machst gerade am meisten Schaden und wir haben alle gar keine Chance dagegen. So, der nächste Preis. Oh, Professor Eich. Yeah, Leute. Er hatte gar keine Basis-Pokémon mehr. Wusste ich gar nicht. Was? Wie konnte ich nur verlieren? Okay. Oh, Kabutops. Hatten wir den schon? Ich glaube nicht. Oh, ein anderer Sakwana. Und wir haben einen Mankey und... Ja, Voltoball. Ja. Komm schon. Was haben wir denn hier Feines? Oh, Dragoran, Leute. Oh, ist es nicht süß? Wie es guckt. Seht ihr das? So richtig so. Ach du Scheiße, wie Teddy Ursa in den Folgen. Ja. Was haben wir noch? Energieabsorber. Ja, das ist ganz solide. Ich feiere die Karte auf jeden Fall. Nun, ich habe es dir versprochen. Ich werde dir Lisa vorstellen. Glaub ja nicht, du seist sehr gut, weil du mich besiegt hast. Wir haben ja noch Lisa hier im Wasserclub. Lisa, bitte wach auf. Was ist los? Ich habe so schön geschlafen. Nun, pst, pst, pst. Was? Du hast verloren? Wie konntest du nur? War es Mr. Horrorjumper? Ich werde dein nächster Gegner sein. Ich, Lisa, Meisterin des Wasserclubs. Möchtest du gegen Lisa antreten? Ja. Ja, ich weiß, ich hätte die Stimme nicht verstellen müssen. Okay, ein One-Match-Duell mit 6 Preisen. Los geht's. Okay, Leute. Machen wir das in diesem Part noch? Ich glaube schon, oder? Ja, komm. Wir versuchen es zumindest. Dann ist der Part ein bisschen überlänger, aber scheiß drauf. Wasserclub-Meisterin Lisa Gogo. Regentanz-Deck. Oh, da haben sie gespoilert. Da gab es schon Regentanz. Oder wartet mal. Kam Pokémon Training Card... Nee, Trading Card Game. Kam das nach Gold und Silber oder davor? Schreibt mir das mal in die Kommis, das würde mich mal echt blendend interessieren. Wow, okay. Diesmal habe ich scheiß Handkarten gehabt. Da war aber ein Bill, Leute. Das war eine gute Karte. Ich liebe Bill. Ja, von ganzem Herzen. Ich denke nur noch an ihn. Okay. Ja, wir können schon mal ein bisschen was... Ja, doch, doch, doch. Das könnte ganz gut hinhauen. Möge das Match beginnen. War ja klar. Lass mich raten. Du machst direkt irgendeinen Angriff, dass ich dann irgendwie nicht angreifen kann, weil Seper so eine scheiß Attacke drauf hatte, glaube ich. War das nicht vergiften oder so? Oder was war das nochmal? Verwirrt? Habe ich eigentlich einen Hyperheiler oder so? Das würde mich... Ja, habe ich. Konnte ich das eigentlich benutzen? Ah, nee. Was? Konfusion. Ah, das heißt, ich muss Münze werfen. Verdammt. Das regt mich jetzt auf. Computersuche, dann könnte ich mir ein gutes Pokémon raussuchen, aber... Energiesuche,
Nee, wir gucken mal später, falls wir eine andere Energiekarte brauchen. Ich könnte jetzt... Das ist aber riskant. Sollen wir alles oder nichts machen? Nee, machen wir lieber nicht. Ich will den noch ein bisschen ranhalten, aber wir können... nee, ich kann es sowieso noch nicht. Okay. Donnerwelle. Ja! Komm schon, jetzt! Holy shit! Doppelt! Doppelt gut geworfen. Ja, korrekt. Er ist auch noch gelähmt. Das heißt, er kann uns jetzt nicht hier wegschnorcheln. Perfekt. Okay, wir könnten jetzt die eine Attacke machen, aber das bringt uns nichts, weil wir ihn sowieso töten. Pflanzenergiekarte, die benutze ich auf jeden Fall auf Sichlor. Der Rest... Ja, gucken wir einfach später mal. Nee, kein Finale. Scheiß drauf, du bist sowieso weg vom Fenster. Okay, das erste Pokémon haben wir schon mal beseitigt. Sie hat, glaube ich, nur noch eins, oder? Oder wie viele hatte sie auf der Bank? Ah, sie hat noch zwei. Einmal Shillock jetzt und das eine da. Oh nein. Oh nein, das ist... Panzerschutz war das, ne? Ich hasse Panzerschutz. Ich konnte damit... Ja. Wir können sowieso keinen Schaden machen, deswegen Plus Power nicht benutzen. Das ist mir zu oft schon passiert. Ja, wir haben den Hyperheiler. Aber der bringt uns gerade nichts. Energiesuche. Machen wir mal eine Pflanzenenergiekarte. Die nehmen wir uns und die geben wir uns natürlich auch direkt unserem Sichlor. Ansonsten, Computersuche könnte ich auch nochmal benutzen, aber... Nee. Ja, ja, ich weiß. Aber er ist wenigstens, glaube ich, gelähmt. Ich glaube, der Effekt funktioniert trotzdem, oder? Ja, perfekt. Das heißt, er kann keinen Panzerschutz machen, Leute. Ich könnte ja so asozial sein. Das macht dann 40 Schaden, insgesamt 80. Könnte ich Shillock wegpusten. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Plus Power könnte ich eigentlich auch benutzen, aber das reicht, glaube ich, nicht. Nee, das muss ich jetzt nicht riskieren. Wir haben noch die Computersuche, ne? Für Notfall, falls wir noch eine Energiekarte für unser Sichlor brauchen. Machen wir einfach mal Finale. Scheiß drauf. Shit happens. So meinte ich das. Ich bin gerade voll im Adrenalin-Fieber. Ihr merkt es. Und ich habe den anderen... Oh, da war ein Goldini, hat sogar 10. Und wow, nein. Und ich habe gerade mein Magnetilo getötet. Verdammt. Ja, ich weiß, Sichlor hat auch schon ein bisschen eingesteckt. Das hat Finale so an sich. Aber das ist mir egal. So, wir haben noch... Leute, das ist doch perfekt. Besser kann es uns doch nicht gehen. Dann hauen wir jetzt mal sein Pokémon da weg. Jetzt habe ich aber Angst, dass er mich nachher tötet. Deswegen mache ich mal Computersuche. Die Pluspower behalten wir. Raichu nehmen wir weg. Magneton auch, weil wir es sowieso gerade nicht haben. Was nehmen wir denn dann für ein Pokémon? Was könnten wir denn gebrauchen? Nidoran? Ein Pokémon, was viel Energie hat, würde ich mal sagen. Ich würde sagen Kangama. Das können wir nämlich auf die Bank setzen, sollte es wirklich hart auf hart kommen. Und wir müssen uns ja irgendwie safen. Okay, weg mit dir. Schlitzer, zack. Okay. Es sieht gut aus für uns. Es könnte auch sein, dass es kein langes Match wird. Aber ich will nichts versprechen, weil Lapras haut richtig rein. Aber es macht erstmal nur 10, weil es nur eine Energiekarte auf sich drauf hat. Und wir haben sogar noch Professor Eich. Pikachu setze ich mal da drauf. Plus Power. Tausch würde ich nicht sagen. Professor Eich. Moment mal. Wir haben eine Energiekarte, ne? Sollen wir diese nicht irgendwo noch einsetzen? Ich glaube Kangama einfach mal. So, und jetzt gucke ich mal wieder nicht hin. Drück mir die Daumen. Okay. Wir haben einen Pokéball. Wir haben eine Elektro... Oh, wir haben Energie ab. So. Sober. Ja, weg mit dir, damit du mich nicht mehr angreifen kannst. Beziehungsweise, dass du nicht mehr Schaden machst. Und wir haben nochmal Professor Eich. Das lobe ich mir doch. Das bedeutet, das werde ich jetzt gleich beides benutzen, dann mache ich Professor Eich. Oh ja, Leute, es kann losgehen. So langsam aber sicher werden wir, weil wir gute Karten langsam haben, ein bisschen strategischer zugange. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wenn, ja, doppelte Farblos-Energie, die könnten wir direkt mal Kangama geben. Die Energie, ja, das ist gerade ein bisschen schade. Ich will Professor Eich das... Oh, wir haben sogar zweimal Professor Eich auf der Hand. Der Pokéball und. Ja. Electric nehme ich jetzt nicht. Was nehmen wir denn? Kurenta. Oh, das ist... Ja, komm, Kurenta. Dann nehmen wir Kurenta. Das kann ich auch direkt mal auf die Bank legen, bevor ich es nachher verpeile. Und... Ja, du lebst noch. So ein Mist aber auch. Ich könnte natürlich Schwerttanz machen. Das macht, glaube ich, 10 mehr Schaden, ne?
Aber das wäre auf selbe hinausgekommen, wenn ich da eine Runde warten müsste. Oh, sie hat auch Professor Eich, das ist gar nicht gut. Das heißt, sie wird jetzt definitiv ein paar Basis-Pokémon auf die Bank setzen. Genau, da, man merkt es schon. Oh, sogar zwei Seepers. Ja, und ein Goldini noch, ein drittes Pokémon. Oh, oh, oh. Die Pflanzenenergiekarte. Ja, der Part wird ein bisschen länger, man merkt es. Holy shit, was mache ich denn jetzt? Soll ich Pikachu dann die Energiekarte geben? Ja, ne? Soll man Professor Eich jetzt wirklich einsetzen? Ich weiß nicht, wie viele Karten wir noch im Deck haben, weil das kann ziemlich kritisch dann werden. Nachher gehen wir Deck tot. Das kann nämlich ganz gut passieren. Oh, wir haben Windhauch. Das ist schon mal sehr gut. Oh, Bill. Ne, den benutze ich jetzt noch nicht. Schlitzer und weg mit dir. Habe ich jetzt eigentlich eine Energiekarte benutzt gehabt? Ich glaube ja, ne? Auf Pikachu oder so. Puh, gut. Diese Lisa hat's drauf, also sie hält ziemlich lange durch. Golking geht mir auf den Sack, aber wisst ihr was? Golking macht mir jetzt 30 Schaden, ne? Ja. Aber Golking wird jetzt Leine ziehen. Ja. Pikachu. Trank. Und Windhauch. Ja, Goldini. Macht genau 30 Schaden und Goldini ist weg. Den Bill könnten wir auch einsetzen, aber scheiß drauf, den mache ich jetzt noch nicht. Oh yeah. Ja, nur noch einen Preis, Leute. Nur noch einen einzigen, dann haben wir es geschafft. Der Part geht bestimmt fast 40 Minuten, Leute. Oh, sein Golking, ey. Ich kann dich nicht leiden. Wir überleben ganz knapp. Ey, mit eurem Electek, ne? Energiesuche. Doppelte Farblos-Energie, die könnte ich auf Kangama machen. Ich glaube, Kangama ist gleich ready. Wird auf jeden Fall einiges abreißen. Und, was haben wir jetzt noch gezogen? Ah, perfekt. Wir überleben zwar nicht, weil es macht genau 30 Schaden. Das war jetzt gerade ein bisschen dumm. Vielleicht macht er ja noch irgendwas anderes. Haben wir noch irgendwas? Nee. Leider nicht. Schade. Egal. Machen wir wenigstens 30 Schaden, dann gleich Kangama haut richtig rein und dann müsste Golking weg sein und dann haben wir gewonnen. Alter, ist es dein Ernst? Klar, sicher doch. Sicher doch. Okay, Kangama. Man kann nie wissen. Porenta. Kometnieb. Hasta la vista, Baby. Ja, korrekt. Ja, komm. Oh. Alter. Das auch noch direkt am Ende. Boah, 80. Ja, jetzt. Jetzt. Ah. Wenn schon verloren, dann richtig, Lisa. Cooles Match, hat mir gefallen, hat sogar Spaß gemacht, richtig Spaß. Oh nein, ich habe verloren. Da ich verloren habe, gebe ich dir die Wassermedaille. Das wird dich deinem Ziel, die legendären Karten zu erben, näher bringen. Oh ja, wir haben jetzt den Fischorden. Oder den Wasser, wie auch immer. Ja, genau, Wassermedaille, stimmt. Hier, diese Karten sind auch für dich. Du kannst, die kannst du gut gebrauchen. Ich will hinne machen, Leute. Oh, oh, ein neues Magneton. Quapuzzi haben wir auch mal. Oh, Seemon, ja. Ich finde das so lustig. Seemon klingt immer wie so ein Digimon, weil es mit Mon endet. Oh, ein Habitak sogar mal. Und was haben wir noch? Ein Quappo. Halleluja. Entoron, Magma. Wir haben, ja, und ein Zubat mal. Ich finde Fleckmon so witzig, ne? Komm bald wieder. Ich freue mich darauf, gegen dich anzutreten. So. Weil der Part sowieso schon fast 40 Minuten lang ist, Leute, gucken wir uns doch an. Es gibt bestimmt eine E-Mail. Oh, sogar zwei. Ich bin's, Dr. Mason. Ich habe einige Informationen über Lisas Deck. Sie ist die Meisterin des Wasserclubs. Ihr Deck setzt Regentanz ein. Turtox Pokémon Power. Sie kann ihren Wasser-Pokémon Wasserenergie geben, um sie zu stärken. Die Schwäche besteht gegenüber Elektro-Pokémon. Ich empfehle dir ein Deck der Psycho-Medaille-Maschine für den Kampf. Hier ist eine Booster-Packung für dich. Was haben wir denn fein? Oh, ein Raichu. Ja. Bizarre Jumper, haltet durch und gebt nicht auf. Ach so, das war immer das Einzige, was er gesagt hat. Ich bin es, Dr. Mason.
Es scheint, du hast schon einige Medaillen gewonnen. Möchtest du mal versuchen, dein eigenes Deck zu bauen? Beginne damit, indem du die Karten deines aktuellen Decks austauschst. Tausche immer wieder Karten aus und bald hast du dein eigenes einzigartiges Deck. Das ist gar nicht so schwierig. Probier es doch einfach mal aus. Oder wie auch immer. Masons Labor. PS. Was sagst du nun? Diesmal hältst du 2 Boosterpackungen. Oh. Oh, Detektor. Kappador, ja, kann man gut gebrauchen, Kappador. Weil wir jetzt schon Garados haben. Oh, Gengar, ja. Jetzt haben wir die komplette Entwicklung, ne? Und nochmal ein Nebulak. Korrekt, Leute. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Ich glaube, der Feuertyp müsste jetzt eigentlich für uns ready sein. Aber ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Pokémon Trading Card Game ist der neue heiße Scheiß.